Die Spiele der Meisterschaft sind oft so verlaufen wie jetzt das. Wir sind klar die beste Mannschaft und am Schluss haben wir nicht einmal einen Blumentopf gewonnen. Wir werden uns jetzt sicher nicht im Boden vergraben. Wir wissen, dass es jetzt vor allem mal auf die Leistung drauf ankommt und die ist wichtig. Die Resultate werden dann früher oder später schon noch kommen. Wir gehen mit einem erhobenen Kopf, breiter Brust in die Zukunft. Ich glaube, mit Druck wird es nicht geben, nicht im Verein, nicht in der Mannschaft, weil man hat heute wieder gesehen, was da für ein Potenzial, was da für eine Entwicklung von den Jungen sind. Und das ist die Philosophie von Goetze. Wir denken langfristig. Ich habe nicht das Gefühl, dass es harzt. Es harzt überhaupt nicht. Das Spiel ist gut. Wir haben im Moment einfach das Glück nicht im Abschluss. Und das hat man heute auch wieder gesehen. Aber ich denke, wichtig ist, dass eine Mannschaft zur Chance kommt. Das können wir reihenweise und dass wir die Gegner dominieren. Das werden wir auch wieder anbringen. Gute Mannschaften kommen aus so Situationen gestärkt raus und die anderen nicht, aber wir sind eine gute Mannschaft.